Liebe Schülerinnen und Schüler, ich möchte euch zumuten, dass wir jetzt mal wirklich über Ostern nachdenken und überlegen, was bedeutet das eigentlich für mich? Weil das ist gar nicht so leicht. Weil wenn das ja stimmt, dass ein Mensch gestorben ist und wieder auferstanden, dann ist es ja nicht so, wie wenn du beim Fußball hingefallen bist, wieder aufstehst und weiterläufst, sondern da ist ja etwas völlig anders mit Jesus. Der ist ja nicht einfach so unter uns wie jemand, der hingefallen ist, wieder aufsteht, unter uns ist, sondern ganz anders. Und wenn etwas ganz anders ist, bedeutet es ja, dass wir ziemlich viel im Kopf uns erstmal frei machen müssen von dem, was wir sonst immer so denken, um mal ganz anders zu denken. Also, ich will mal versuchen, das hinzubekommen. Das fängt ja damit an, dass wir Menschen gewohnt sind, in normaler Zeit zu denken. Was war gestern? Davor war vorgestern. Und da gab es noch vor einem Jahr. Wie alt seid ihr? Naja, so viele Jahre zurück wird man sich nicht erinnern. Aber man weiß natürlich aus dem Geschichtsunterricht, dass es was vor 100 und vor 1000 Jahren gab. Und das ist selbstverständlich für uns Menschen. Es gibt gestern und es gibt vorgestern und es gibt heute und es gibt morgen und übermorgen. Aber wenn ich ganz anders denke und überlege, wie ist es eigentlich im Himmel nach der Auferstehung, dann ist es vielleicht nicht einfach immer weiter so die Zeit, sondern dann ist es was völlig Neues. Was ist denn völlig anders als die Zeit? Kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, weil wir denken immer der Zeit. Aber eine Sache kennst du vielleicht, nämlich, ja, hast du eine Idee? Ja, der absolute Stillstand. Ja, das ist richtig. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Ja, das ist richtig. Damit endet die Zeit. Guter Punkt. Absoluter Stillstand ist das ganz andere. Und tatsächlich, Ostern sagen wir, es gibt nach dem absoluten Stillstand etwas Neues. Neue Schöpfung, etwas, was von Gott her neu kommt. Und das könnte man am ehesten so beschreiben, zu sagen, erinnerst du dich an Momente, wo sozusagen du über die Zeit komplett vergessen hast. Raum und Zeit vergessen hast, weil etwas, was du gemacht hast, einfach so toll war. Oder weil du ganz lange jemanden nicht gesehen hast, der für dich ganz wichtig ist. Vielleicht eine Oma oder ein Freund. Und wenn man dann zusammen ist und miteinander spielt oder miteinander da ist und miteinander redet, was auch immer, vergisst man völlig auf die Zeit. Das ist so ein bisschen eine Idee davon, dass der Himmel ja darin besteht, dass wir Begegnung haben. Einander wiedersehen. Und zwar in der Gemeinschaft mit dem, der als Erster auferstanden ist, mit Jesus. Also das ist mal ein Versuch, euch klarzumachen, wie anders Ostern ist. Gott ist in Jesus Christus da gewesen auf Erden, hat als Mensch gelebt. Aber Gott wollte auf Erden nicht dadurch da sein, dass er jetzt irgendein politisches System einführt, wo er sagt, jetzt wird alles anders, weil jetzt mache ich das, sondern er sagt, nein, dein Leben musst du schon selber leben. Das mache ich nicht für dich. Aber ich bin in einer Weise für dich da, die ganz weit in deine Zukunft reicht. Wann kann man in den Himmel kommen? Nur sagen, okay, ja wahrscheinlich nachdem ich gestorben bin. Dauert ja hoffentlich noch ein paar Jahre. Bei mir wahrscheinlich schon nicht mehr so lange, aber dauert ja hoffentlich noch ein paar Jahre. Aber ist dann der Himmel etwas, was einfach nur irgendwann kommt? Oder hat das, was in der Zukunft liegt, eigentlich ganz viel Bedeutung für heute? Bitte um Entschuldigung, es ist zu kompliziert, aber ich will es euch an einem Beispiel erklären. Erkennen kennt das schon. Das war vor einigen Jahren, ich muss dazu etwas erklären, ich habe insgesamt 5-mal organisiert, dass wir in einer Gruppe von 30 Leuten, meistens so Anfang 20, sind wir mit dem Fahrrad nach Spanien gefahren. Wer von euch schon mal eine Fahrradtour gemacht hat, kann sich vorstellen, bis Spanien ist es weit. 1500 Kilometer, alles zusammen, gute Touren. Wir sind in Süddeutschland gestartet und bis nach Spanien gekommen. Und es war
eine tolle Sache. Die Leute waren immer freiwillig dabei, niemand wurde gezwungen und sind auch fast alle lebend angekommen. Das war wirklich gut. Also immer 30 Leute, also 150 Leute sind da mitgefahren. Das ging gut. Nein, es sind alle lebend angekommen. Nein, das stimmt nicht ganz. Es waren zweimal ist jemand nicht angekommen. Das eine Mal hat sich jemand in der Mittagspause beim Runterlaufen über den Hang das Bein verdreht und konnte nicht mehr Fahrrad fahren. Und das andere Mal war, das war einer der Sportlichsten, der dabei war, der hatte einen Hitzeschlag bekommen und musste abbrechen mit Hitzeschlag. Das kann auch passieren. Aber was ich euch erzählen will, ist von einem Mal, das war das dritte Mal, wo wir unterwegs waren im Fahrrad, da war es richtig schlecht. Das Wetter. Ihr müsst euch vorstellen, es war kalt, wie heute vielleicht, und hat geregnet. Und zwar den ganzen Tag über. Und wir waren mit 30 Leuten unterwegs und übernachtet haben wir auf dem Zeltplatz. Das heißt, der Zeltplatz war reserviert und der nächste Zeltplatz 100 Kilometer weiter war auch reserviert. Und jeden Tag hat es geregnet und jeden Tag bei dem Wetter auf dem Fahrrad und es regnet und abends kommst du auf dem Zeltplatz an und der Schlafsack ist schon nass und hast keine Lust mehr. Und die Stimmung war richtig am Durchhängen. 30 Leute und ehrlich gesagt, ich sollte da voranfahren und sagen, hey, wie toll das alles ist. Und ich habe gemerkt, oh, die Stimmung war durch. Kannst du dir vorstellen. Ich habe ein paar schöne Erlebnisse am Rande, aber insgesamt tagelang Regen und trotzdem musst du wahnsinnig weit fahren. Hast du dir das eigentlich anders vorgestellt? Das sollte doch bei schönem Sonnenschein sein. Und an der Stelle, wo ich gemerkt habe, jetzt bricht hier vielleicht gleich alles zusammen, habe ich mich erinnert an eine Sache, die der heilige Ignatius von Loyola, ihr wisst die Sache mit unserer ignatianischen Pädagogik, das geht auf viele Ideen von Ignatius zurück, was wir hier in der Schule machen. Der hat eine Idee, die habe ich dann für unsere Sache so erzählt. Stell dir mal vor, wir sind jetzt in Nordfrankreich, es regnet, du hast keine Lust mehr und keine Kraft mehr. Stell dir mal vor, in einer Woche, das ist eine Zukunft, sind wir in Südfrankreich. Und ich garantiere euch, in Südfrankreich ist es warm und Sonnenschein. Und stell dir mal vor, in einer Woche, wenn du in Südfrankreich im warmen Sonnenschein gemütlich auf deinem Fahrrad fährst, wenn du dann dich erinnerst, eine Woche zurück an heute, wie wirst du dann wollen, dich heute verhalten zu haben? Muss man Deutschlehrer fragen, was das grammatisch ist. Ich glaube, Futur 2. Kommt das noch in der Mittelstufe? Aber Deutschlehrer hier, wann kommt Futur 2? Eigentlich schon in der 6. Also könnt ihr doch noch mal erklären. Also wie wirst du in einer Woche, wenn in Südfrankreich die Sonne scheint, wollen, dich heute, wo es so furchtbar regnet, verhalten zu haben? Ist das Futur 2? Ja. Ja, das passt eben, genau. Also das bedeutet ja, sozusagen aus der Zukunft heraus nochmal in die Gegenwart schauen. Und was passiert dadurch? Du siehst die Gegenwart nochmal anders. Es bleibt der Regen, es bleibt die Mühe, aber du erinnerst dich dann, was willst du denn eigentlich? Was willst du eigentlich in deinem Leben? Wo willst du überhaupt hin? Und da haben die Leute gesagt, ja, ich will nach Spanien. Deswegen sind wir unterwegs. Und ich sage euch, Jahre später haben mir mehrere Leute, die ich wieder getroffen habe, gesagt, dieser eine Satz hat ihr Leben geprägt bis heute. Weil das gibt es im Leben. Es gibt es im Leben die Zeiten und die Situationen, wo alles schlecht ist. Und ich keine Kraft und keine Lust habe. Und wenn ich dann gefangen bin in dem Augenblick und nichts anderes habe als meine schlechte Laune oder vielleicht die schlechte Laune der anderen, weil ja alle keine Lust mehr haben, wenn ich nichts anderes habe als die schlechte Laune, dann ist Schluss. Dann ist aber auch da mit dem Schluss, was du eigentlich willst. Was willst du denn eigentlich? Was ist dein Ziel? Das kann ich dir nicht sagen, das musst du schon selber sagen. Aber ich kann dir mit Ignatius von Loyola sagen, dieser ignatianische Gedanke ist, schau doch von deinem Ziel her, was du eigentlich willst, wie du dich jetzt verhalten möchtest. Ein ganz anderes Beispiel, wo du es anwenden kannst. Du hast mit deiner Freundin, mit deinem Freund Streit. Ihr seid an sich ist all die Jahre gut zusammen gewesen, aber jetzt habt ihr über euch irgendwas gestritten. Und die Emotionen sind total da und einer das andere und
anbrüllen und weiß ich, was da passiert. Du kannst es schaffen, in so einem Augenblick Jahre einer Freundschaft kaputt zu machen. Kennst vielleicht Beispiele oder vielleicht ist das dir schon mal selber passiert. Mein Tipp, Ignatianisch, wenn es dir jetzt gelingt, zu überlegen, was will ich eigentlich? Ich will doch eigentlich mit dir befreundet sein und nicht mit dir streiten. Wenn ich mir vorstelle, in einer Woche, wenn mal ein bisschen die Emotionen runter sind, wie würde ich in einer Woche wollen, mich heute verhalten zu haben? Wenn ich soweit bin, mir diese Frage zu stellen, habe ich eigentlich in dem Streit schon gewonnen. Nämlich nicht in dem Sinne, dass ich stärker die anderen niedergebrüllt habe, sondern in dem Sinne, dass ich mir überlegt habe, was will ich eigentlich, und ich mache das, was ich will. Und bin ich gefangen im Augenblick. Ist das ungefähr nachvollziehbar? Ich gebe zu, es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist wahnsinnig wichtig fürs Leben. Und ich glaube, es hat sehr, sehr viel zu tun mit Ostern. Weil Ostern ist sozusagen der Blick zurück auf die Auferstehung von Jesus Christus als Ersten, der auferstanden ist. Und damit ja der Blick nach vorne. Der Blick nach vorne, dass du eigentlich Gemeinschaft mit Gott haben sollst und in den Himmel kommen sollst. Und der Himmel ist nicht was Langweiliges, sondern was unbeschreiblich Schönes. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte von dieser Perspektive zusammen mit Gott auf meinen Tag heute schauen, dann muss ich immer noch diesen Tag leben und diese furchtbare Arbeit heute schreiben oder was immer heute ansteht. Aber ich bin nicht mehr gefangen im Heute, sondern ich schaue auf eine große Liebe zu einem Gott, der mich liebt und den ich möchte lieben möchte und schaue, wie verändert es meinen Tag heute. Das ist, was ich euch von Ostern erzählen will. Schaut von der Zukunft her auf heute und als Menschen, wenn es euch gelingt, an Gott zu glauben, schaut von der Liebe, die Gott zu dir hat, aus der Zukunft hier auf heute und du wirst merken, ja, es gibt vieles im Leben, was ungerecht ist, ja, es gibt vieles im Leben, was schwerfällt. Aber was du willst und wie du dich jetzt verhältst, das kannst du selber bestimmen. Und das gelingt dir dann, wenn du nicht gefangen bist im Heute, sondern von der Zukunft her, der Zukunft gemeinsam mit Gott, auf heute schaust. Mal sehen, vielleicht erinnert ihr euch ein paar Jahre noch an die Geschichte von der Regentour, die dann im Sonnenschein in Südfrankreich endete. Amen. Ich finde es immer wichtig, nach so einer Predigt und nach dem, was wir aus der Bibel gehört haben, einen Moment zu überlegen, okay, wofür würde ich eigentlich jetzt beten, wenn ich mir das so überlege? Was würdest du jetzt Gott erzählen? Wofür möchtest du Gott danken? Für etwas, was gut gewesen ist. Versuch doch mal damit anzufangen, dass du überlegst, wer sitzt jetzt rechts und links von dir. Ganz unauffällig schauen. Und mal im Moment der Stille für den Menschen, der links und rechts von dir sitzt, zu beten. Probieren wir es mal. Amen. Singen wir ein Lied zur Gabenbereitung und ich möchte zwei von euch bitten, Brot und Wein zum Altar zu bringen. Wenn wir unsere Gaben bringen, 207, 2, 1,